Hallo meine lieben Freunde, ihr kennt das Prinzip, ich lackiere einen Zug neu und erzähle was über diesen Zug. Heute geht es aber nicht um die 143, sondern um die lackierungsgebende HLB. Ich mache das immer mal so und mal so, mal eine Fahrzeugvorstellung und mal auch eine Unternehmensvorstellung. Über die 143 werde ich nochmal ein eigenes Video machen, denn die kann ich noch in viele falsche Lackierungen bringen. Also heute erstmal wieder eine Unternehmensvorstellung. Die Hessische Landesbahn GmbH, kurz HLB, ist ein deutsches regionales Verkehrsunternehmen im Eigentum des Landes Hessen mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie erbringt durch ihre Tochtergesellschaften und Beteiligungsgesellschaften Personennahverkehrsleistungen mit Bus und Bahn in Hessen, aber auch über die Landesgrenzen hinaus. Außerdem übernimmt die HLB in geringerem Maße auch Güterverkehrsleistungen auf der Schiene. Leitung. Die Geschäftsführung der Hessischen Landesbahn wird von Veit Salzmann wahrgenommen. Im Aufsichtsrat werden die Landkreise und das Land Hessen durch 4 Personen vertreten. Des Weiteren haben die Arbeitnehmer ebenfalls 4 Sitze. Die Hessische Landesbahn GmbH funktioniert als Holding für 3 Tochtergesellschaften: HLB Basis AG, HLB Hessen Bahn GmbH und HLB Hessen Bus GmbH. Die HLB Basis AG stellt den Verkehrsgesellschaften Ressourcen zur Verfügung. Sie ist Eisenbahninfrastrukturunternehmen, Eigentümer der meisten HLB-Fahrzeuge und betreibt die Fahrzeugwerkstätten der HLB. An ihr hält die HLB knapp 85% der Aktien, die restlichen Anteile befinden sich überwiegend in kommunalem Besitz. Die HLB Hessenbahn GmbH erbringt die Verkehrsleistungen auf der Schiene und die HLB Hessen Bus GmbH erbringt Verkehrsleistungen im Busverkehr. Beide beteiligen sich mit eigenen Angeboten an Ausschreibungen für Verkehrsleistungen. Sie sind 100%ige Tochtergesellschaften der HLB. Seit dem 11. Dezember 2016 erbringt die HLB Hessen Bus GmbH die Leistungen des Bus- und Anrufsammeltaxiverkehrs nach einem Konzept des Verkehrsverbands Hochtaunus. VHT. Nachdem die HLB Hessenbus GmbH hierfür den Zuschlag in einer europaweiten Ausschreibung erhalten hat. Geschichte. Das Unternehmen wurde 1955 als gemeinsames Dach von mehreren nicht bundeseigenen Eisenbahnen in Hessen gegründet, die alle als integrierte Eisenbahnunternehmen ihre eigene Schieneninfrastruktur mit Bahnhöfen und so weiter betrieben. Sie betrieben auch selbst den Fahrbetrieb auf dieser Infrastruktur. Im Zuge der Trennung von Infrastruktur und Betrieb ging der Betrieb der Eisenbahn- und Buslinien der Tochterunternehmen auf die am 8. Dezember 2004 gegründeten Gesellschaften HLB Hessenbahn GmbH und HLB Hessen Bus GmbH über. Am 20. September 2005 fusionierten die 3 Tochterunternehmen Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn AG, FKE, Butzbach-Licher Eisenbahn AG, BLE und Kassel-Naumburger Eisenbahn AG, KNE, rückwirkend zum 1. Januar 2005 zu Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn AG. Sie firmierten seither als gemeinsamer Infrastrukturbetreiber. Am 8. März 2006 wurde die Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn AG in HLB Basis AG umbenannt. Verkehrsleistungen. Die Tochterunternehmen der Hessischen Landesbahn erbringen auf den 237,5 Streckenkilometern 3,8 Millionen Fahrkilometer und auf den 1013 Kilometer Buslinien sogar 10,34 Millionen Fahrkilometer. Im Folgenden nenne ich die eingesetzten Fahrzeuge der HLB und danach die betroffenen Streckennamen. Der VT2E ist unterwegs auf der Königsteiner Bahn und auf der Taunusbahn. Dort sind aber auch Lind 41 anzutreffen. Weitere Linds findet man als Zubringer zum IC 34, als Unterwesterwaldbahn, als Lahntalbahn und Vogelsbergbahn sowie auf der Rhönbahn. Des Weiteren auf der Westerwald-Siegbahn, Ruhr-Siegbahn, Biggeseebahn, Rothaarbahn, Sieg-Dill-Bahn und auf der Hellertalbahn. Die HLB hat auch GTW 2/6, und zwar zum Beispiel auf der Bahnstrecke Friedrichsdorf-Friedberg, auf der Main-Lahn-Bahn, auf der Lahn-Kinzig-Bahn sowie auf der
Bahnstrecke Friedberg-Mücke. Auf der letzteren und auf der Main-Weser-Bahn werden diese aber jetzt gerade im Moment abgelöst durch Lind 41. Die HLB ist auch unterwegs mit Flirts, und zwar auf der Main-Weser-Bahn und auf dem Main-Sieg-Express. Das aktuell modernste, was die HLB fährt, ist der Coradia Continental, und zwar auf der Sodener Bahn, auf der Main-Spessart-Bahn, auf der Rhein-Main-Bahn und auf der Sieg-Dill-Bahn. Aktuell bekannte zukünftige Linien werden ebenfalls mit Coradia Continental geführt. So zum Beispiel der Linienweg Frankfurt am Main, Friedberg-Gießen und Hanau-Nidderau-Friedberg-Gießen. Die genaueren Linienwege könnt ihr bei Wikipedia nachlesen. Jetzt noch zwei seltenere Fahrzeuge, zum Beispiel der Desiro. Der ist auf der Lahntalbahn und Vogelsbergbahn unterwegs, aber nur zwischen Weilburg und Gießen und zwischen Gießen und Grünberg. Auf der Westerwald-Siegbahn, wo eigentlich Linz unterwegs sind, findet man vereinzelt auch Triebwagen der Baureihe 629. 2017 war die RB92 Biggersee Express mit 97,8% Pünktlichkeit die pünktlichste Strecke im EWS-Netz sowie in NRW. Nachdem ein Lind im Februar 2016 einen Brandschaden erlitt, ist nun wieder ein Lind 41 der ehemaligen Ostseelandverkehr GmbH unterwegs. Die alten Schriftzüge wurden entfernt sowie weiße Schilder an den Scheiben der Führerstände und des Fahrgastraums angeklebt, auf dem die Linie und die befahrene Strecke zu erkennen ist. Im Zug ist die Fahrgastinformationsanzeige und die automatische Ansage nicht programmiert. Werkstätten. Die HLB verfügt über Schienenfahrzeugwerkstätten in Butzbach, Frankfurt-Griesheim, Baunatal-Großenritte, Königstein, Siegen-Eintracht und seit Dezember 2018 in Wiesbaden. Die Werkstatt Wiesbaden verfügt über eine 150 Meter lange Halle mit 3 Wartungsgleisen. Außerdem gibt es eine Waschanlage. Sie ist damit die größte Werkstätte der HLB. Über ein elektrifiziertes Gleis ist die Werkstätte an den Bahnhof Wiesbaden-Ost angeschlossen. Bahnimationen-Quatsch. Da die neuen Triebzüge des Typs Coradia Continental nicht schnell geliefert werden können, kommen auf den betroffenen Strecken noch bis Mitte 2024 Garnituren aus 143 und X-Wagen zum Einsatz. Diese kommen gerade aus der Aufbereitung im Bahnimationenwerk. Das soll es auch mal wieder für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bald kommt meine eigene Website online, auf der man eine Unterstützertasse ergattern kann. Einen Link werde ich, sobald die Seite aktiv ist, unter jedem neuen Video in der Beschreibung posten. Also auch hier. Bis zum nächsten Mal, seid gesegnet und ciao!